Okay, wenn du meinst. Ja? Hallo. Liefern Sie was? Ja. Lieferschein. Das Paket. Habe ich hier. Okay. Darf ich jetzt rein? Nein, darfst du nicht. Was ist mit deinem Meinem, was? Dein Besucherausweis. Du musst dir vorne... Ach, kommen Sie. Was soll der Mist? Ich will nur das Paket in die Leichenhalle stellen. Und dafür brauchst das du... Das macht den Spaß, oder? Könnte ja. man so sagen. Da würde ich mal drüber nachdenken. So, reden wir doch mal mit der Schwester. Hi. Hallo, Mr. Michaels. Was kann ich für Sie tun? Wow, da haben wir aber viel. Wie geht es meiner Mutter heute? Unverändert. Ihre Vitalwerte sind in Ordnung, aber sie liegt nach wie also vor... Also können wir nur warten? So sieht es aus. Ist der Typ, der sich nach meiner Mutter Nein. erkundigt? Sagen Sie bitte auch... Ah, ich habe vergessen, dass sie sich melden bei dem sollen, Absturz die Krankenschwester nochmal zu fragen. Ich weiß, die Polizei... Gut. Sie haben, oh, kannten ja, Sie vor... Meinen Sie ich habe warum nicht? Er war ein... Was bewacht Ihr Wachmann denn so engagiert? Ach, der... Wenn Sie mich fragen, hat der nicht alle Tassen im Schrank. Da hinten sind die Leichenhalle, einige Lagerräume, die Wäscherei und die Garage. Warum muss man das so absichern? Das hier ist Biddeford. Hier wird nie was geklaut. Es werden höchstens mal ein paar Leute abgeschlachtet. Aber nur sehr selten. Oh, sorry. Wir sollten uns darüber nicht lustig machen. Sie scheinen nicht sehr verängstigt. Ich fürchte mich nicht. Sehr vernünftig. Ja, hier wird nichts geklaut, außer wir heißen Darren und klauen hier alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Ich hätte gern einen Besucherausweis. Den brauchen Sie nicht. Der ist nur wichtig für Lieferanten. Aber Sie tragen doch auch einen. Dick, der Wachmann da drüben besteht darauf, dass auch alle Angestellten einen Ausweis tragen. Ich verstehe. Das heißt, es kann jeder einfach so auf die Station... Nein, nein. Jeder muss sich vorher hier... Natürlich nicht. Sie liegt ja nur im Koma. So war das nicht gemeint. Wer darf alles ins Leichen... Die Mitarbeiter des Krankenhauses natürlich. Und die Mitarbeiter erkennt die... Wollen Sie sich dort hineinschleichen? Keine Chance. Der gute Dick kennt alle. Der kann doch unmöglich jeden kennen, der durch diese Tür gehen darf. Naja, die Lieferanten natürlich nicht. Aber die Mitarbeiter kennt er besser, als sie sich selber kennen. Ich habe den Verdacht, er schnüffelt in unseren Personalakten rum. Vielen Dank für die Auskunft. Kein Problem. Ja, stalken am Arbeitsplatz. Ich glaube nicht, dass mich etwas... Gehen wir nochmal zur Station und gucken, ob da irgendwie was ist. Wieder. Eine gute Idee. Aber wie bekomme ich das Abfüllmittel in die Flasche, ohne den Deckel zu beschädigen? Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Ja, liefern Sie was? Ja. Lieferschein. Das Paket. Habe ich hier. Okay. Darf ich jetzt rein? Nein. Dein Besucher. Ach, kommen Sie, das macht den Spaß. Ja, Besucherausweis. Wie kommen wir jetzt da ran? Gehen wir nochmal hier hin. Versuchen wir in das Zimmer reinzukommen. Nein. Ich habe gerade keine Lust auf Vögel füttern. Mein Gott, wie lahmarschig der sich dahin bewegt. Am Schlüsselbord ist Platz für 12 Schlüssel. Aber es hängen nur ein paar dort. Vermutlich gibt's hier nicht einmal 8 Zimmer. Am Schlüsselbord ist Platz. Ich möchte gerade. An der Tür hängt ein Schild. Hier liegen einige Magazine, Reiseempfehlungen, Touristeninformationen. Nichts, was mich interessiert.
Irgendwie müssen wir erst auf das Zimmer kommen. Nein. Der Mast ist einem Flaggenmast nachempfunden, wie man sie auf großen Schiffen findet. So, noch einmal richtig hinsetzen in den Stuhl, das knarrt. So, ich weiß eigentlich gar nicht, was wir jetzt großartig machen. Gehen wir doch nochmal zu Fuller und untersuchen wirklich jeden Raum. Ich kann mich noch irgendwie dran erinnern, als ich das Spiel mal gezockt habe. Da war es richtig fieses. Da kam ich auch lange nicht weiter. Und bevor ihr danach erwarten müsst. Denke ich mir mal. So, gehen wir einmal ins Hinterzimmer. Und ich soll voll, das hieße das ganze Haus. Gibt's hier sonst noch was? Eine billige Kuckucksuhr aus der alten Welt. Hier ist eine kleine Öffnung. Da würde locker mein Finger reinpassen. Sechseckiges Loch. Hätte sich Fuller einen dieser schicken, eckigen Vierfarbkugelschreiber gekauft, würde das vielleicht sogar funktionieren. Nee, hat er nicht. Wir haben mir auch. Ich glaube, Fuller hat vor einigen Jahren mit seiner Mutter eine Weltreise gemacht. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir was Sechseckiges finden. Ich bezweifle, aber... Wer weiß? So, ab nochmal ins Diner. Vielleicht kann uns der Arzt irgendwie mit dem Besucherausweis helfen. Dr. Newhouse? Ja? Was ist das denn für ein Ausweis, den Sie da tragen? Der ist vom Krankenhaus. Weiß man dort nicht, dass Sie Arzt sind? So viele Mitarbeiter sollte es doch nicht geben. Das habe ich der Verwaltung auch gesagt. Aber Dick, unser Wachmann, besteht darauf. Er ist sehr gewissenhaft und kann sich anscheinend schlecht Gesichter merken. Ah, gut. Was können Sie mir über den Wachmann im Krankenhaus sagen? Irgendwie finde ich den Kerl interessant. Früher war er Polizist. Er hatte wohl... Es gab einige Probleme. Als er kein Polizist mehr sein konnte, wurde er Wachmann. Woher kennst du ihn? Er saß gestern im Diner. Ah, richtig. So seltsam es sich anhört, aber ich glaube, er lebt für seinen Job. Er lebt dafür, Wachmann zu sein? Er nimmt es mit seiner Arbeit sehr genau. Mhm. Das war's erstmal. Wenn du noch Fragen hast, komm ruhig vor. Mir fällt gerade nichts. Gibt es hier noch was zu erkundigen? Die Bullauer, ja, Speisekarte. Die Spezialität sind natürlich Hummer, wie überall hier in der Gegend. Ich muss gestehen, dass sie ziemlich lecker sind. Wenn ich mir jetzt die Taschen mit Brot vollstopfe, fühle ich mich auch nicht besser.
bin ich noch im Mülleimer etwas Interessantes. Mehr von Interesse ist nicht drin. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich weiter jetzt machen könnte. Ah, mit dem Sechseck. Vielleicht kann mir da, über sechseckigen Schlüssel. Vielleicht kann mir da hier, wie heißt der nochmal? Eddie helfen. Was ist mit meinem... Keine Angst, ich hab ihn... Ist er kaputt? Nein. Kümmere dich um... Kennen Sie diesen Mann hier? Willst du nicht wahr? Achso, den habe ich auch nicht gefragt. Ja. Haben Sie gesagt? Haben Sie? Ich habe Ohren. Die Polizei hält eine Unschuld. Vorkommen. Ich werde beweisen, dass sie ist. Ja, das hatten wir schon mal alles gehört. Gibt es hier etwa... Ich möchte gerade nicht. Funkgerät, oder? Vermutlich ist es sein Originalfunkgerät aus dem Zweiten. Nee, der hat auch nichts. Mir fällt... Toll, nee, kann ich auch nicht mit Rosi sprechen. Wo ist eigentlich Rosis Tussi da, diese, nach dem Motto, ich will Model werden? Kann die nicht etwas mit dem Mord zu tun haben? Mein Gott, ich weiß nicht, wohin ich noch überall gehen soll. Kann ich denn mit Spy bei irgendeiner Sache reden, wie gut die Hummer sind oder sonstigen Mister? Psst, Mrs. Spyber? Psst, um einen Kaffee zu bestellen? Oder was der da will? Was? Ja. Ich hätte gerne ein Pott Kaffee. Kommt sofort! Damit irgendwie den Newhouse geben. Oh, heiß. Oh Mann, sorry. Ah, das wollte ich nicht. Sorry. Schon in Ordnung. Du hast deine Gedanken woanders. Geben Sie her, Dr. Newhouse. Ich spüle den Fleck raus. Danke. Nichts für ungut. Ist ja nichts passiert. Ich muss... Da gucken wir doch gleich mal auf den Arztkittel. Und ich glaube, wir sind wieder ein großes Stück weiter. Das nenne ich einen ordentlichen Kaffeefleck. Und das Namensschild hängt immer noch am Kittel. So, ich will sie gerade nicht bei der... Nehmen wir dann halt Namensschild nehmen wir mit. Damit habe ich den Ausfall. So, dann gehen wir nochmal ins Krankenhaus. Ins Hospital. Ja, ins Hospit ist, glaube ich, was anderes. Auf jeden Fall gehen wir jetzt in die Leichenhalle. Ja, liefern Sie was? Ja. Lieferschein. Das habe ich. Okay.